Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azure unterwegs. Und zwar wollen wir heute über ein Thema sprechen, was die letzten Tage ein bisschen größere Wellen geschlagen hat. Und zwar geht es um das Ende von Level Boosts. Blizzard hat nämlich bekannt gegeben, dass sie ein wenig was an ihrem System ändern wollen, was quasi den Levelstopp betrifft. Das Ganze soll mit 8.2 live gehen, heißt schon nächsten Mittwoch, wenn der Patch live geht. Was soll gemacht werden, beziehungsweise was für Auswirkungen hat das? Und zwar ist es bis jetzt so, dass man Charaktere Level stoppen kann. Sobald man das tut, bekommt derjenige Charakter einfach überhaupt keine EP mehr, von keinerlei Quelle, steigt quasi nicht im Level auf. Ist eine schöne Sache, wenn man mit dem Char irgendwelche alten PvP-Brackets spielen möchte oder auch, um das zu benutzen, um ja, Level-Boosts anzubieten, denn in bestimmten Levelbereichen skalieren Chars relativ stark, wenn man extrem gutes Gear sich gefarmt hat und ein bestimmtes Max-Gear halt hat, um andere Leute dann durchziehen zu können. Diese Buffs kann man sich in den beiden Hauptstädten, also in Orgrimmar und in Stormwind, besorgen. Und da steht dann ein netter NPC rum, der ist unsichtbar, spricht man an und kriegt dann einen Debuff. Das ist der hier, Erfahrung eliminiert, Erfahrungsgewinn deaktiviert steht da dran. Soweit, so gut. Wie funktioniert das jetzt mit diesem Level Boost, beziehungsweise was haben sie danach gemacht? Ich kann euch das mal demonstrieren. Ich habe mir ja hier einen Level 110er DH zusammengebastelt. Da wollte ich eigentlich jetzt einen Guide für die Freehold Boost machen. Ich brauche aber keinen Guide mehr machen, wenn dementsprechend das Ganze in der Woche quasi eh nicht mehr so funktionieren wird, wie ich das quasi eigentlich zeigen möchte. Euch jetzt mal demonstriert, was ich hier an Items anhabe, beziehungsweise um was es genau geht. Also, ich habe mir quasi hier einen Char gebastelt und dieser Char hat alte Legendaries an, hat aber zeitgleich Azerith-Pieces an und bestimmtes anderes Gear, Set-Items, jetzt zum Beispiel hier aus Antoros und Sockel-Gear-Verzauberungen und Gedöns. Also sprich, der ist für das Level 110 sehr, sehr, sehr gut equipped und kann deswegen hier in der Instanz mit Leichtigkeit drüber fegen, die halbe Instanz zusammenpullen, Wecker ihn in Sekunden. Ich kann euch das jetzt einmal demonstrieren für die Leute, die sowas noch nie gesehen haben. Zum Beispiel mache ich jetzt hier so mal den Standardpull, den man hier am Anfang macht. Also ich bin jetzt hier in der normalen Variante vom Freihafen drin, sprich das sind alles 111er oder 110er Elite-Gegner. Und wenn ich jetzt hier noch einen in der Gruppe hätte, dann würde der die komplette EP nur durch 2 geteilt bekommen und das bringt schon relativ viel vom Level. Wenn man komplett Freehold macht, sagt man Pi mal Daumen mit Heirloom-Items, also diesen Erbstücken, kann jemand ja, ein halbes Level bis 60% von dem Level kriegen. Und ihr seht, wie schnell diese Elite-Mobs hier alle umgefallen sind. Also das ist eine fixe Sache. Ich brauche im Schnitt 6 Minuten für die Instanz, für ein halbes Level, wenn der erholt ist, sogar ein ganzes Level. Könnt ihr euch ausrechnen, in unter 2 Stunden kann man hier jemanden von 110 auf 120 hochboosten. Geht sehr schnell und ist auch mit weitem Abstand die schnellste Level-Methode. Ähnliche Sachen gehen dann auch im Legion-Content, dann kann man auch durch Leute durch Instanzen ziehen oder dementsprechend auch über Inseln kann man natürlich auch leveln. Gibt da verschiedene Varianten. So, jetzt haben wir das mit dem Level-System ein bisschen erklärt, was da der Hintergrund ist. Anscheinend ist Blizzard das Ganze ein bisschen ein Dorn im Auge. Zu den Gründen komme ich vielleicht später nochmal ein bisschen. Jetzt, was macht Blizzard? Und zwar sind sie hergegangen und haben auf dem PTR ein bisschen rumgeguckt und haben einen anderen Debuff eingefügt. Und zwar, wenn man mit einem Spieler in der Gruppe ist, der den Level-Stop aktiviert hat, bekommen alle anderen Spieler aus der Gruppe nur noch 5% EP. Also 95% weniger EP, ihr bekommt nur noch 5% EP. Wenn wir das jetzt natürlich hier ummünzen, man würde zwar hier 60% von dem Level kriegen, aber von diesen 60% von dem Level nur 5%, es wäre nicht mehr lukrativ. Also sprich, ist damit das Level-Boosten komplett gestorben. Wie verhält sich das jetzt mit diesem Gruppen-Debuff? Und zwar ist es so, dass Blizzard da auch nochmal eine Clarification, hieß es, rausgehauen hat. Das war nämlich ein bisschen missverständlich. Das haben auch ein paar Leute in den falschen Hals gekriegt. Und zwar auch das, was ich mir als erstes gedacht habe. Du hast jetzt einen Char, der gelevelstoppt ist. Dieser Char kann prinzipiell alles machen auf seinem Level, was dementsprechend normale Chars auch machen können, bloß dass er selbst keine EP kriegt. Heißt, ihr könnt euch Dungeons queuen, ihr könnt in irgendwelche Gruppen gehen. Wenn ihr das tut, dann würden ja alle Spieler dort keine beziehungsweise so gut wie keine 5%, da machst du kein Fass mit auf. Das ist fast keine EP.
mehr bekommen. Heißt, wenn ihr jetzt eine random Instanz queuen würdet, da reingeht, die anderen Leute würden quasi keine EP mehr kriegen, es wäre sehr ärgerlich. Zudem war bei diesem neuen Buff nicht mehr erkennbar, welcher Spieler den Levelstopp quasi drin hat. Da wurde dieser Buff hier weggenommen auf dem PTR, warum auch immer, dass das anonymisiert wird, dass man nicht mehr weiß, welcher Spieler quasi den Levelstopp anhat. Und man hat dann quasi einen anderen Buff, der einfach nur sagt, also wenn man in der Gruppe ist mit einem Levelstopp-Spieler, dass man nur noch 5% EP kriegt. Ich finde es nicht glücklich, dass Blizzard das irgendwie anonymisieren will, warum auch immer, aber sie haben schon eine Lösung angeboten. Es ist so, wenn ihr durch ein manuell oder durch ein automatisches System mit einem Levelstopp-Spieler in eine Gruppe kommt, dann zieht dieser Debuff nicht. Heißt, ihr queut für einen Dungeon mit eurem 112er Char, ihr kommt mit einem Levelstopp-Spieler in eine Gruppe, ihr kriegt nicht diesen Debuff. Nur wenn ihr zum Beispiel hier, ihr meldet euch im Handelschannel bei irgendeinem, er lädt euch ein oder ihr ladet ihn ein, dann seid ihr nicht automatisch, sondern manuell in eine Gruppe gekommen und dann kriegt ihr diesen Debuff. Und dieser Debuff beinhaltet jegliche EP, also sowohl Quests, Dungeon-EP, Mob-EP, also da ist wirklich alles ausgeschalten. Heißt, random irgendwo reinkommen, kein Problem. Sobald ihr aber mit einem anderen Spieler zusammen anmeldet, wart ihr vorher schon mit ihm in der Gruppe manuell und dann gibt es wieder den Debuff. Heißt, da hat Blizzard mitgedacht, man kann hier nicht irgendwie mit diesem Level-Stop-Char random in Dungeons gehen und die Leute abfacken, was ich gut finde. Warum sie diese Anonymisierung machen, versteht kein Mensch, keine Ahnung. Also, man soll doch einfach anzeigen, dass der eine den Level-Stop hat, das war bis jetzt auch immer der Fall. Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Heißt, man könnte das Ganze nur umgehen, wenn man, wenn zwei Leute random anmelden und zufällig in die gleiche Gruppe kommen und dann könnte man ziehen, aber der Aufwand wäre wohl hier zu groß, um das dann noch aktiv sellen zu können. Ich bin selber jemand, der das jetzt gesellt hat. Wie gesagt, ich habe hier relativ viel Zeit rein investiert, auch den Hals hoch zu leveln. Gut, der ist jetzt noch nicht so hoch, aber mir die hohen Azerie-Teile zu holen. Also das Gear, das ich jetzt hier habe, war schon, ja, waren schon etliche Stunden, wenn nicht Tage Aufwand, das zu farmen. Ist natürlich ärgerlich jetzt für mich und viele andere, dass das Ganze nicht funktioniert. Ich habe mir jetzt die letzten Tage die Zeit genommen, da auch ein paar Meinungen von anderen mir anzuhören. Und ich muss sagen, ich denke mal, ich bin da einigermaßen neutral gestimmt. Ich kann verstehen, warum Blizzard den Weg gegangen ist. Sie haben hier quasi, ja, einen Content gebastelt, BFA, im Outdoor-Content, der von der Lore her, wie ich finde, nicht schlecht ist. Und die wollen halt auch, dass man diesen Content spielt und nicht innerhalb von 2 Stunden hier quasi durchballert. Ich finde es natürlich aus einer persönlichen Perspektive schade. Ich habe mir jetzt da Zeit rein investiert und jetzt ist es quasi gefixt und ich kann es nicht mehr machen. Aber naja, dieses Boosten war eh relativ anstrengend. Jetzt muss ich es in Anführungszeichen nicht mehr machen, um Gold zu machen. Sprich, ist in Ordnung. Was ich hingegen ein bisschen lächerlich finde, was da einige meiner Booster-Kollegen dann für haarsträubende Argumentationen sich aus den Haaren ziehen mit, was habe ich da gehört, solche Geschichten, dass Blizzard das jetzt nur macht, weil sie eigene Level-Boosts verkaufen wollen, die Konkurrenz aus dem Weg schaffen will. Also ich glaube nicht, dass, also Blizzard wird irgendwann 120er-Boosts anbieten, aber erst wahrscheinlich, wenn das Add-on zu Ende ist, weil sonst würden sie sich selbst ins Fleisch schneiden, damit dass quasi die Leute weniger Content spielen und dann auch nicht mehr länger das Abo zahlen werden, ne? Im krassesten Fall. Also von dem her glaube ich nicht, dass das eine Intention war. Das war eigentlich, glaube ich, eher auszuräumen, dass die Leute die Levelphase halb skippen können. Deswegen haben sie ja auch zum Teil da diese EP-Geschichten Ende Legion extrem angehoben, was zwar jetzt teilweise wieder ein bisschen aufgeweicht worden ist, aber insgesamt ein mittlerweile einigermaßen solides Konzept ist. Ja, was man als Resümee sagen kann, ich finde es ein bisschen schade, aber ich kann auf jeden Fall die Gründe nachvollziehen, warum sie es gemacht haben. Ich muss mir jetzt halt eine neue Beschäftigung suchen, die mir ein wenig Gold einbringt. Das war hier schon relativ lukrativ, wobei man natürlich sagen musste, man hatte auch einigermaßen viel Konkurrenz an der Stelle und dementsprechend war es auch schon teilweise ein bisschen mühsam, sich was zu suchen. Ich werde auf jeden Fall meinen Charakter nicht auf 120 leveln, da habe ich jetzt zu viel Zeit investiert, dass er so gutes Gear hat. Vielleicht kann ich ihn für irgendwas anderes nutzen. Heißt, ja, man kann damit trotzdem Inseln farmen, um vielleicht das ein oder andere Mount zu kriegen. Und solange ihr das random macht, dürftet ihr auch den anderen Leuten nicht schaden, sondern der ein oder andere wird sich sicher freuen, wenn so ein guter Boost-Char einmal durch die Insel flitzt und er dann einen Haufen EP kriegt.
Wenn ihr natürlich mit einer festen Gruppe anmeldet, dann kriegt der Loadshare leider nur noch 5%, also wird sich das dann nicht mehr lohnen. Gut, das war soweit die Erklärung zu den geplanten Änderungen, die Blizzard da hat. Solltet ihr andere Ansichten, Meinungen haben, schreibt, oder auch selbige, könnt mir auch gerne zustimmen, wenn ihr das möchtet, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Mich würde es interessieren, wie ihr zu der ganzen Thematik steht. Und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren und weitere Videos von mir sehen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.